Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flodeseus. Heute spielen wir Fez oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und ja, ich weiß, ich habe in letzter Zeit öfters kein Video gebracht. Also in den letzten 2 Wochen wegen Schule und so mäßig. Und manchmal auch, weil ich einfach keine Lust hatte. Aber jetzt, heute mache ich wieder ein Video. Und ich wollte noch sagen, es kann sein, dass ich jetzt wahrscheinlich demnächst eher weniger bis gar nicht Minecraft Private bringen werde, weil, keine Ahnung, im Singleplayer finde ich das doch nicht mehr so pralle, keine Ahnung. Wenn dann werde ich vielleicht demnächst mit ein paar Freunden wieder öfters Minecraft spielen und ja. Und vielleicht nochmal andere Spiele bringen und so. Und heute spielen wir halt Fez. Und wie ihr hier seht, habe ich schon einmal angefangen, aber das sind nur die ersten paar Sekunden oder so. Aber wir machen jetzt einen komplett neuen Spielstand und ja, würde ich sagen, let's go. So. Ja. Erstmal aufwachen hier. So geht's mir auch mal. So. So. Und ich spiele mit Xbox-Controller hier. Also, nicht wundern. Was heißt nicht wundern, aber ich spiele mit Xbox-Controller. So, Oppi, schick mir mal Post. So, jetzt komme ich rausgewatschelt hier. Gehe zum Briefkasten. Brücke X. Lieber Gomez, bitte triff mich auf dem Dach des Dorfes. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Geht's her? Gießer. Ich sag mal Gießer. So. Ja, genau. Hä? Was stand da gerade? Leute, können ja auch ruhig mal in die Türen hier reingehen. So, weil ihr habt das ja jetzt noch nicht gesehen, nur ich gerade eben, als ich das gerade eben ein bisschen angezockt habe. Sind zwar jetzt keine krassen Räume hier, aber. So. Was haben die mir gerade eben angezeigt? So. Was soll ich drin? Keine Ahnung, okay. Ja. Gehen wir mal wieder raus hier. Ab die Treppe hoch. So, Treppe hoch. Ja. Ich hoffe, dass mein Audio nicht komisch klingt oder so, weil ich jetzt mal ein bisschen was an der verändert habe und so. Habe auch letztes Mal ein paar Plugins geholt für Audio, die ich da jetzt reingepackt habe. In der Hoffnung, dass jetzt etwas besser ist oder halt besser. Ja. Hallo. Das ist. Nein, Spaß. Let's go. Das ist ein kleines Schulmädchen. Nein, das darf ich nicht aus. So. Dann gehen wir einmal noch hier rein. Ja, Küche. Mag ich auch am liebsten. Vor allem den Kühlschrank hier. Aha. Aha. Ah. So. Hallo, Oppi. Ah, da bist du ja. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das Abenteuer wartet. Zeit für Gommisch. Gleich ist es soweit. Warte nur ab. Na bitte. Leute, da passiert etwas. Bis hierhin habe ich angezockt, danach habe ich aufgehört. Also das was jetzt. Oh Scheiße, ist das laut gerade. Okay. Der hat uns anscheinend teleportiert. Ganz kurz, ich muss kurz die Musik ein bisschen leiser machen hier. Richtig Soundeffekte hier. So. Ja, ich verstehe alles.
Oh, Aliens! Ich werde gebeamt hier. Ist das für ein Trip hier? Ich stehe eh nichts. Er ist ja auserwählt und dann keine Ahnung. Geht das ein Abbild oder was? Oh ne, das ist das Logo vom Spiel. Hahaha. Ein Abbild. Und jetzt? Mit LT und RT kannst du deine Perspektive ändern. Ich muss das dann nochmal einen Ticken leiser machen hier. Sorry Leute, dass ich das jetzt mitten im Video machen muss, aber es ist halt einfach verdammt laut. Muss nur gucken, dass das nicht zu leise für euch ist. Aber ich glaube nicht. Der Würfel wurde in die Luft gesprengt. Damn, boy. Was ist das für ein Trip hier? Das war gerade nochmal das Intro vom Spiel. Komme ich hier schon wieder rein? Ah, jetzt habe ich. Ach, jetzt habe ich den Masterhut auf dem Kopf. Ah ja. Lol. So ist das Dorf eigentlich aufgebaut, okay. Gomez? Etwas ist schiefgelaufen. Ich brauche deine Hilfe. Ich soll dir den Weg zeigen. Ich bin dort. Das Hexahedron wurde zerschlagen. Zerschlagen und überall in der Welt verteilt. Du musst es wieder zusammensetzen. Sonst wird alles in sich zusammenbrechen. Du hast ein Geschenk erhalten. Dir wurde ein großes Geheimnis offenbart. Es gibt eine Welt jenseits deines Dorfes. Und noch weitere Dimensionen als die, die du kennst. Diese Tür führt zur Außenwelt, aber sie ist noch versiegelt. Das der Markierung nach zu urteilen, musst du erst einen Würfel finden, damit sie sich öffnet. Es gibt viele solcher Türen überall in der Welt. Für jede benötigst du mehr Würfel als bei der letzten. Um diese Reise zu Ende zu bringen, musst du alle Würfel, 32 Würfel finden. Ach du Scheiße. 32 Würfel, Leute. Aber zuerst musst du diesen Ort verlassen. Let's go. Ey Leute, ich krieg's mal geschissen zu lesen. Im Dorf befinden sich überall 8 Würfel. Überall vor allem. Finden sich ein paar Würfel. Wie diese hier zum Beispiel. Zusammen ergeben sie einen vollständigen Würfel, mit dem du die Tür entriegeln kannst. Finde sie. Okay. Kleine Zusammenfassung. Kleinste goldene Würfel. Ist sehr wichtig. Du musst sie alle finden. Ansonsten fällt das Universum über dir zusammen. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Und denk dran, mit RT und L kannst du deine Perspektive ändern. Mach dich auf den Weg. Ah, das A, okay. Okay, das ist cool. Mal sehen, ob hier drin einer ist. Lol. Stimmt, da wollte ich vorhin durch den Kamin, aber da ging das nicht. Eine Schatztruhe. Um sie zu öffnen, stell dich vor sie und drücke X. Okay. Du hast den Schlüssel gefunden. Ja.
Mit Schlüsseln kannst du alle verschlossenen Türen öffnen, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Okay. Interessant. Ey, das Spiel ist sogar cool. Ich hatte das die ganze Zeit nur installiert durch Epic Games, weil die da ja so immer diese Gratis-Weeks haben da. Ja. Hab das halt nie gespielt. Ich möchte gerne hoch. Wieso wie? Ah. Einfach die Perspektive wechseln. Jetzt komme ich da wenigstens rein. Das ist cool. Die Karte. Leute, ich habe die Karte. Was bringt mir die jetzt? Du hast eine Schatzkarte gefunden. Du hast eine Schatzkarte. Warum sagt er mir zwei, du hast eine Schatzkarte? Eine Karte? Wovon? Wohin? Keine Ahnung. Finde es selbst heraus. So. Hier kann ich noch rein. Das ist echt cool. Der Raum bringt mir rein gar nichts. Okay, gut. Warte, war ich jetzt hier schon bei ihr drin? Ah ja, das war jetzt die verschlossene Tür. Okay, gut. Also bleiben die Türen dann immer offen bei den verschlossenen Türen. Okay. So, da gehen wir jetzt mal rein. Oh, erstmal kurz einen Tick näher rücken hier. Ach, hier ist mein Oppi! Will ich nicht mit dir reden? Oh, das ist überhaupt mein. Lol, der hat das Ganze vor mir gemacht. Der hat denselben Hut auf wie ich. Ist sehr cool. Warte. Mal kurz ein bisschen im Herspin hier. Erstmal gucken, was hier ist. Ach, ein Fotoapparat oder was? So, jetzt wieder rausgehen. Da ist der nächste Würfel, Leute. Hey, da war das Safe gerade eben schon da. Ist mir das nicht aufgefallen? Ernsthaft so blind? Okay. Ich glaube, ich kann hier immer so ein Level pro Video machen. Lol, nächster Würfel. Aha. Ey, das Spiel ist cool. Jetzt fehlen mir noch vier weitere Würfel. War ich hier schon drinne? Okay, cool. Einfach runter und drehen. Kommen wir hier rein? Oh, da oben ist noch eine Schatzruhe. Habe ich gerade komplett übersehen. Ja, perfekt. Nächster Würfel. So. Gehen wir erstmal da rein. Ja, nächster Würfel. Cool, jetzt brauchen wir noch zwei Würfel. Gehen wir hier mal rein. Ich hoffe, dass wir hier noch nicht drin waren. Aber ich. Ah, ne, die Türen bleiben immer offen, wenn man drin war. Okay, das ist cool. Okay. Okay, das machen wir anders. Eine Schatzruhe! Ja, das hast du mir schon einmal gesagt, Würfel, danke. Das ist jetzt Würfeli. Wir nennen den jetzt einfach Würfeli. Und nächster Key. Das hieß, hier muss ja noch irgendwo eine verschlossene Tür sein. So, jetzt muss ich erstmal da hochkommen. Letzter Würfel. Nice. Aber es bringt mir jetzt ja eine Schlüssel. Oder kann ich den generell in jedem Level habe ich die dann, oder wie? Du hast es geschafft. Jetzt kannst du die Tür öffnen. Dann los. Ups. Das war dann zu heftig für mich.
frage mich halt, wo diese eine verschlossene Tür noch sein soll. Falls hier noch eine sein soll. Außer die, die ich halt mit dem Würfel öffne. Jetzt muss ich erstmal hier runter. Hier ist eigentlich keine weiter. Nee. Immer erstmal alle Etagen hier kontrollieren. Es könnte ja sein, dass man was übersieht, aber wir müssen genau hier hin. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso klettert der nicht daran? Hä? Ja. Let's go! Die Tür ist offen! Du bist bereit für deine... Da haben wir schon wieder verkackt zu lesen. Bist du bereit für dein Abenteuer? Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Hey, hör mal zu. Ich weiß, du bist zum ersten Mal außerhalb des Dorfes. Wenn du dich verirrst, benutze einfach die Weltkarte. Drücke dafür. Ne, das ist nicht Weltkarte. Ist das hier Weltkarte? Ist das? Was ist hier Weltkarte? Nein! Nein, das ist immer noch nicht die Weltkarte. Ah! Wie komisch ist die denn aufgebaut? In der Welt sind wir jetzt. Das ist das Dorf. Das ist auch noch eine Welt. Ah, ne. Ah, aus dem Dorf sind das die ganzen Häuser. Ah, und das ist dann die nächste Welt. Okay, interessant. Ach so, sie zeigt dir an, wo du schon gewesen bist. Lol, da war ich in zwei Räumen. Warum ist da bei zwei Räumen Fragezeichen, wo ich in den beiden Räumen war? Ja. Also kann ich auch wieder drehen hier. Jeder Knotenpunkt steht für einen Ort in der Welt. Ist ein Knotenpunkt Gold überzogen, bedeutet das, dass du dort alle Gegenstände, Geheimnisse oder Durchgänge entdeckt hast. Das heißt, ich habe da oben noch zwei Dinge nicht. Ja gut, dann erstmal gehen wir jetzt wieder. Ich will jetzt wieder zurück, genau. Dann gehen wir jetzt nochmal da rein. So, Weltenkarte. Ich muss einmal in den Raum mit den Bildern und dann in die verschlossene Tür. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch auf die Stelle finde. Ich glaube, die verschlossene Tür war da hier schon sogar. Nein, da wollte ich nicht rein. Ah, doch, gut. Ich glaube nicht, dass hier hinter dem Bild noch was ist. Oder auch nicht? Ah. Ist vielleicht die Uhr irgendwas? Verstehe irgendwie nicht, was hier noch fehlt. Was ich hier noch hätte finden sollen oder so. Hä? Ach, immer drücke ich die falsche Taste. Bei Map die Karte hat das Weiß überzogen. Das heißt, ich soll da irgendwas finden. Aber was? Was soll ich hier finden? Weil der zweite Raum kann es ja nicht sein. Den habe ich ja schon gefunden. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier nochmal X drücke oder so. Hä? Keine Ahnung, wir gehen erstmal zurück. Und jetzt hören wir erstmal in den verschlossenen Raum.
Also der gewesen verschlossener. Ich glaube, es war der hier. Ja. Da soll ich noch irgendwas finden. Nur die Frage, was? Was soll ich hier noch finden? Sagt mir doch was. Hä? Verstehe es nicht. Bei Map die Karte zeigt mir die ja immer noch weiß an. Was soll ich denn da drin? Also das Video verlängert sich allein nur, weil ich jetzt hier versuche, was zu finden. Ach so. Was soll diese Karte zu bedeuten haben? Die Karte habe ich doch hier gefunden, ne? Nein, ach, falsche Taste. Ich habe einfach keine Ahnung, Leute. Help me. Was sollen diese Zeichen dazu bedeuten haben und sowas? Sieht aus wie das Zeichen, was hier ist. Oh, also warum drücke ich mal auf die falsche? Oh, das ist schlimm. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Idee. Oh Leute, das habe ich überlebt. Das war jetzt genau der Raum. Was soll ich bei dir finden, außer diesen Geheimraum hier? Karte kann mir da bezüglich auch nichts sagen, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, es hat was mit diesen Bildern zu tun, aber ich weiß halt nicht was. Oder mit diesem hier. Also generell mit Bildern hier. Ich habe gerade keine Ahnung. Egal, ich würde sagen, das gucke ich einfach mal offline und sag's euch dann. Warum gucke ich hier rüber? Sag's euch dann nächste Folge, was das ist. Was da das Problem war. Ich gehe jetzt wieder runter zur Tür. Und schäme mich da davor. Ah! Gut. Ja, Leute. Dann würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like oder ein Abo da und euch sagen, schaut auch bei Flo vorbei, schaut auch auf meinem Discord vorbei, wäre schön. Ja, nice, cool, keine Ahnung was. Wir sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao!